Willkommen zurück, Leute. Da der letzte Part etwas kürzer war, machen wir den hier wieder 20 Minuten, so wie es sich gehört. Und sind im Haus des Windes. Wir wollen uns hier ein bisschen umsehen und diesen Dungeon meistern. Ich finde es übrigens ziemlich cool, dass man von Anfang an die Karte hat. Das taugt mir sehr. Verpiss dich. Kann ich da runterspringen? War voll egal. Hier kann ich nämlich wieder hoch. Okay. Aber jetzt können wir hier rüber. Und was gibt es hier drüben? Eine Tür. Uncool. Gelöscht. Ihr seht schon, der komische Stab verbraucht unheimlich viel Energie. Was ist hier? Ach, im Ernst. Ich verstehe. Wo seid ihr? Ich kriege euch. Ich kriege euch. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Das war... Natürlich fällt die Kiste genau auf mich drauf. Das ist ein kleiner Schlüsselwert. Und das war's? Das war's wohl. Es scheint so, als wäre es das gewesen. Hier haben wir noch ein paar Möglichkeiten. Ja. Ich will doch eigentlich das da anzünden. Tun wir mal den Pfeil im Bogen weg. Ich glaube, den Stab. Oh, den brauchen wir hier mehr. Ich will bitte den Kompass. Bitte. Oh mein Gott. Also gut. Karten auf den Tisch. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Das ist eine Ebene weiter oben. Da kommen wir jetzt auch noch nicht hin. Die Tür ist auch eins weiter oben. Und in die Tür können wir aber rein. Warte mal. Aha. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe. Könnt ihr euch mal verpissen? Was ist? Ist in den Abgrund gefallen. Na toll, Spiel. Ein Monsterherz. Okay, okay. So. Dann gehen wir durch die Schlüsseltür, würde ich sagen. Uns bleibt ja nicht viel mehr andere Wahl. Lelelel. Okay, Karten auf den Tisch. Hier können wir dran kleben. Das bringt uns an diese Kiste hier, die den Kompass enthält. Sehr gut, hier gibt es also noch eine Kiste und das war's dann aber auch. Warum will ich hier sein? Warum, warum? 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 Da oben ist eine Tür. Ja! Au! Komme ich hier zur Kiste? Nein! Kann ich nicht. Stimmt. Das ist aber schade. Das war dumm. Hier komme ich doch auch nirgendwo hin. Arsch. So, jetzt sind wir einmal schön wunderschön im Kreis gelaufen. Ich wollte euch auch mal zeigen, wie man im Kreis läuft. Ich meine, das muss man doch auch mal lernen, nicht wahr? Aha, aha, aha. Ja, ich gebe ja zu, das war schlecht. Nein! Spiel, du nervst! Aha! Okay, jetzt müssen wir warten. Jetzt habe ich gar keine Energie mehr, weil ich verschwenderisch bin. Also los. Gut, da oben ist ein Schalter. Jetzt gehen wir die Sache mal langsam an hier. Wieso wollte ich zuerst diesen Dungeon hier machen? Wieso? Und wieso schaue ich nicht, während ich das 3D anhabe, auf meinen Bildschirm?
Dann passiert mir auch nicht mehr so dumme Runterfallsachen. Das ist eine Abkürzung. Sehr schön. Hier gehen es doch rüber, oder? Meine Schwester ruft mich an. Uno Momento. Willkommen zurück. Ich muss nicht was erzählen. Ich habe eine andere Herzanzahl und eine andere Rubinanzahl. Ja, und zwar, weil mir während des Telefonates mit meiner Schwester der 3DS ausgegangen ist. Ich wusste nicht mehr genau, wo ich war. Ich habe jetzt aus Versehen diesen Schalter hier schon betätigt und den Wind aktiviert. Ist aber alles nicht so schlimm. Behaupte ich jetzt. Au! Einfach mal. Das war klug. Will ich da rein oder will ich erst darüber? Ich will erst darüber. Habe ich gerade so für mich beschlossen. Ja, ja. Ah, wie konnte mir nur der 3DS ausgehen? Ey, so blöd. Das war wirklich dumm. Das war eigene Blödheit. Und you! Aha, aha. Oh Gott. Bloß nicht runterfallen. Ich hab Angst, dass ich runterfall. Ein Herzchen. Ich kann sowas doch überhaupt nicht. Muss ich da sogar runterfallen? Nein. Bestimmt hier an die Wand kleben. Nein? Oh, wie fies. Ich will alle Ratten töten. Vielleicht kriege ich dann was Schönes. Zwar keine Kiste, aber ein Monsterherz. Da seht ihr mal. Sowas kann sich überlohnen. Komme ich jetzt zu dem Herzteil? Ja, zu der Kiste halt. Aha. Da sieht man einer an. So ergibt alles wieder einen Sinn. Yay. Nein. Weiche Sterbliche. Oh, das könnte knapp werden. Ich hätte mich vorher heilen sollen mit der Mühle. Nein, 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 nein. Oh Gott. Yay. Und ins nächste Stockwerk. Sehr gut. Oh, cool. Zwei Herzen gleich zwei. Warum sollte ich da runterfallen wollen? Fragezeichen. Ey, komm her. Komm her, Flittermann. Lasst mich doch.
doch mal! Mein Gott, ich darf ich mich hier nicht mal in Ruhe umsehen. Auf. Nein! Warte. Sehr gut. Damit haben wir den kleinen Schatten. Aber ich kann hier gar nicht lang. Das ist ja blöd. Na gut, dann eben nicht. Dann gehen wir durch die Schlüsseltür. Nee, gehen wir nicht. Dann gehen wir hier durch. Die große Kiste! Yay! Nein! Ihr könnt mich mal! Ich muss erst die große Kiste öffnen. Ich habe Angst, dass sie wieder zugeht. Wind. Mein Lieblings. Hallo? Das bisschen Feuer macht auch nicht, dass ich Angst vor euch habe. Ich mache alles Feuer aus. Was? Kein Mana? Also echt. Ja, das war schon fast gut. Kann ich da hier einfach durch? Hier ist auch nichts mehr? Nö, okay. Dann gehen wir eben wieder rein in die warme, gute Stube. Sammeln noch ein Monsterherz, damit wir hier wieder raus können mit unserem Schlüssel. Halt! Ich wollte erst noch die Fässer öffnen. Da seht ihr, was hätte ich jetzt nur ohne dieses Monsterherz gemacht? Dump, dump, dump. Ich muss da runter. Nein! Dieser Schalter bewirkt, dass sich das da bewegt. Dieser Schalter bewirkt. Ah, nein, nein! Boah, ich hab's noch gekriegt. Und was macht dieser Schalter hier? Eine Kiste in das Feuer zaubern? Ach nee, warte mal. Aber da ist trotzdem ein Schlüssel drin. Nein, da ist kein Schlüssel drin. What the fuck? Mäh. Ich muss eine Ebene höher. Ach so. Ach ja, ich verstehe. Passt mal auf! Cool, oder? Yeah! Das war schon gut, das müsst ihr zugeben. Da habe ich mal mitgedacht, ausnahmsweise. Soll ja auch mal vorkommen. Einmal in 3 Jahren, nicht wahr? Nicht mal mit meinem nicht wahr? Das sag ich in letzter Zeit voll oft nicht wahr? Yeah, ein kleiner Schlüssel again! Ich kann jetzt da hoch, also. Miau. Nice. Ich mache jetzt die Trainierfähigkeit an, damit mein Akku wieder leer geht. Jetzt noch immer wieder ein bisschen geladen ist. Mann. Zwischengegner und aus. Finde ich gut. Erst den einen töten und dann den anderen töten. Guter Plan. Guter Plan. Sehr guter Plan. Guter Plan. Guter Plan. Ey! So, Numero Duo. Oder das? Ich weiß nicht. Ich kann nicht andere Sprache sprechen. Bin ich nicht andere Sprache sprechen? Bin ich voll schlecht in andere Sprachen, jo? Jetzt darüber gehe, werde ich einfach wieder rübergeweht. Das möchte ich nicht. Ist hier noch was Cooles? Nein. Nein. Ich möchte dieses Wasser. Nein, ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ja. Danke, ich hatte dadurch. Hast ja schon gewonnen. Yeah.
Ja, wie macht die denn wieder aus? Gar nicht? Verloren? Ah. Ich glaube, ich habe mir das schon richtig gedacht. Alles Schwachsinn, was ich da mache. Mit dem komme ich hierher, also. Jetzt bin ich für immer da drin gefahren. Ach so! Ah, der obere. Ich bin blöd. Der da. Tätigt den da hinter mir. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Ja, ich geb's jetzt. Yeah, wie war das nochmal mit dem Ich habe Abitur? Ich habe Abitur und kann trotzdem nichts. So blöd. Hallo. Verpisst euch mal. So. Was hat mir das jetzt gebracht? Und stirb. Nimm Rache. Link. Du hast dir auch nicht immer alles gefallen lassen. Das war knapp. Aber es hat doch irgendwie gehauen. Ich bin die ganze Zeit so still. Tut mir voll leid. Ich rede jetzt wieder mehr. Ich laber euch jetzt wieder total das Ohr vom Kopf. Oder halt. Weil ich Wandfähigkeiten habe. Gibt es hier eine Möglichkeit, dass... Jetzt komm nochmal. Oh nein, ich habe ja solche Angst. Okay. Licht. Licht öffnet uns also die Türe. Das ist schon mal gut. Ich habe den Feenbrunnen nicht gefunden. Oder der ist hier. Tja, aber ich habe jeden Raum auf der Karte erforscht. Das ist sehr eigenartig. Aha, ihr seid runtergefallen. Loser. Wo ist einer? Du da. Oh. Du musst jetzt sterben, weil ich dich nicht fragen kann. Lalalala. Das war's.
stirb. Und du auch. Und du erst recht, Phase. Au, die Zeit ist vorbei. Tja, Leute, die Zeit ist vorbei. Was sollen wir da noch gegen tun? Da kann ich leider nichts machen. Außer ich hole mir noch schnell die kleine Schatzkiste. Mit 50 Rubinen. Ach komm, wir gehen noch bis zur Boss-Tür. Bis zur Boss-Tür. Das ist also der ganze Trick. Verstehe. Kein besonders schwerer Trick, wenn du mich fragen würdest. So Leute, was sich hinter dieser Tür befindet, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken und tschüssi! Achso, die Aufnahme sollte ich halt auch beenden, nicht wahr?